Mein Rad kann ich fast überall im VBB-Land mitnehmen. Mit dem Fahrradticket kein Problem. Gedränge am Bahnsteig? Nicht mit mir. Mit einem kurzen Blick auf die Verbindungen und den Wagenstand bin ich schon vor der Reise bestens informiert. Die Mehrzweckabteile sind für Rollstühle, Kinderwagen, Gepäck und Fahrräder gedacht. Symbole helfen bei der Orientierung. Der Platz für Fahrräder ist begrenzt. Ist der Platz zu knapp, entscheidet der Kundenbetreuer, was zu tun ist. Wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, passen mehr Fahrräder hinein und der Zug kann pünktlich losfahren. Das geht ganz einfach. Nachdem alle ausgestiegen sind, achte ich beim Einsteigen auf meine Mitreisenden. Gepäck und Satteltaschen nehme ich ab. Mein Fahrrad sichere ich so, dass es nicht umfallen kann. Die Klappsitze nutze ich nur dann, wenn alle anderen Sitze belegt sind. Schon kann's losgehen. Wer es noch entspannter mag, nutzt ein Leihfahrrad vor Ort. Gut informiert sein lohnt sich. Überall und jederzeit auf vbb.de oder in der VBB-App Bus und Bahn. In diesem Sommer testen wir auf den Linien RE 2, 3, 4 und 5 eine Vereinfachung der Radmitnahme. Mit großen Symbolen, Bodenmarkierungen, mehr Platz in den Abteilen und praktischen mobilen Infomöglichkeiten. Mehr unter vbb.de/radimregio. Gute Fahrt!